Hallo, mein Name ist Marius Ebert. In dieser Videoserie zeige ich einen kleinen Ausschnitt aus meinen Karten, Lernkarten zum Personalfachkaufmann. Und zwar geht es hier zunächst einmal um eine ganz grundsätzliche Frage, nämlich um das Personalmanagement und die Aufgaben. Wir sollen also die Aufgaben des Personalmanagements darstellen. Management ist immer so ein Oberbegriff, den wir aus dem Amerikanischen mehr oder weniger übernommen haben. Und hier steht Aufgaben, das heißt, es sind mehrere Aufgaben und zwar im Wesentlichen drei, also Strukturzahl drei, drei wesentliche Aufgaben. Da ist zunächst mal die Personalpolitik. In der Personalpolitik geht es darum, Grundsätze festzulegen, also sozusagen den Kurs für das Personal, für die Mitarbeiter, für das Verhältnis zu den Mitarbeitern festzulegen. Also um sehr grundsätzliche Fragen, zum Beispiel Aufstieg vor Einstieg. Aufstieg vor Einstieg. Das ist eine grundsätzliche Formel, die in diesem Unternehmen gelten mag. Das bedeutet, wir befördern lieber intern, als dass wir extern von extern Leute reinholen. Dann die Personalführung. Führung. Personalführung soll das heißen. Personalführung. Natürlich beeinflusst die Personalpolitik die Personalführung. Bei der Personalführung geht es wieder um eine ganze Reihe von Fragen. Eine Frage ist zum Beispiel die Frage der Motivation. Ja, aber auch Personalentwicklung könnte man hier drunter fassen. Also auch hier wieder sehr grundsätzliche Fragen. Umgang mit Mitarbeitern. Das ist also das, was hier im Mittelpunkt steht. Und die Personalverwaltung. Auch ein sehr wichtiger Bereich. Sehr viel ist auch hier gesetzlich geregelt, zum Beispiel die Gehaltsbuchführung. So, damit haben wir drei große Aufgaben. Personalpolitik, die beeinflusst die Personalführung und die Personalverwaltung. Im Einzelnen gibt es natürlich jetzt hier eine Reihe von konkreten Aktionen im Rahmen des Personalmanagements. Zum Beispiel Personalplanung, Personalauswahl, Personaleinstellung, Personalentwicklung, Personalfreisetzung. Das sind alles konkrete Aktionen. Hier ist aber mehr von den Aufgaben die Rede, also etwas allgemeiner. Okay, das war's für dieses Video. Klicken Sie nun in meinen Shop www.spaßlerndenk-shop.de. Dort warten wertvolle Lernhilfen auf Sie. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.